Nur noch Trümmer sind von dem Theater im ukrainischen Mariupol übrig. Hunderte Menschen hatten hier im März Schutz vor Angriffen des russischen Militärs gesucht. Es sind seltene Bilder aus der ukrainischen Hafenstadt, die das Ausmaß der Zerstörung zeigen. Entstanden sind sie unter Begleitung des russischen Militärs. Die strategisch wichtige Stadt im Südosten der Ukraine wird seit Beginn der russischen Invasion Ende Februar von der russischen Armee belagert. Sie ist heftig umkämpft. Inzwischen ist die einst 400.000 Einwohner zählende Stadt weitgehend zerstört. Die humanitäre Lage ist katastrophal. Mindestens 20.000 Bewohner wurden nach Schätzungen der ukrainischen Regionalbehörden getötet. Sie können sich selbst ein Bild der Situation in der Stadt machen. Es gibt viele Tote. Und leider können wir sie jetzt nicht alle herausholen, aber sie werden mit allen Ehren beerdigt werden. Nach Angaben der russischen Regierung haben sich zuletzt mehr als 1.000 ukrainische Soldaten in Mariupol ergeben. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig prüfen. Laut Experten will Moskau eine direkte Landverbindung zwischen der von Russland annektierten Krim und den von pro-russischen Separatisten kontrollierten Gebieten in den Regionen Luhansk und Donetsk schaffen. Das am Asowschen Meer gelegene Mariupol gilt dabei als strategisch entscheidend,